Mit der ersten Weltumweltwoche hat die Stadt Dornbirn zahlreichen Menschen erfreuliche Umwelt- und Naturerfahrungen ermöglicht. Ingrid Benedikt, die Initiatorin des Projekts, wollte damit ganz ohne pädagogischen Zeigefinger aufzeigen, dass das Ganze nämlich ein großes Maß an Lebensqualität bringt, wenn ich mich umweltbewusst, wenn ich mich nachhaltig verhalte, dass das Ganze mit Spaß, mit Freude, wie gesagt, mit einem Gewinn an Lebensqualität zu tun hat. Und der Verlauf der Weltumweltwoche bestätigt dies. Ja, also ich muss sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin begeistert. Ich war in der letzten Woche ich war wirklich täglich unterwegs. Ich habe fast jede Veranstaltung besucht, habe ein bisschen fotografiert. Also ich habe schon viele Dinge gemacht, aber so viel Begeisterung, Freude, wie soll ich sagen, so viel habe ich schon lange nicht mehr gesehen und zurückbekommen und gespürt. Es war wirklich ganz toll. Wie lässt sich denn das, was Sie zurückbekommen und gespürt haben, konkretisieren? Ja, es waren nur freudige, strahlende Gesichter. Man hat mich darauf angesprochen und hat gesagt, wow, ist das eine tolle Idee, so hier irgendwie aktiv zu werden, ganz gleich, ob das jetzt Kinder waren oder Erwachsene. Auch wenn ich dazu sagen muss, dass natürlich nicht alle Veranstaltungen gleich gut besucht waren, jetzt wenn man es rein von der Quantität her nimmt. Aber ich denke, inhaltlich waren die Dinge wirklich ganz toll. Hat sie im Laufe der Woche die eine oder andere Veranstaltung als spezielles Highlight herauskristallisieren können? Ja, es ist jetzt schwierig, nur eine Veranstaltung zu nennen. Ich möchte so sagen, die Veranstaltungen für die Schulklassen, die waren der Renner. Da hätten wir fast bei allen Veranstaltungen hätten wir dies doppelt und dreifach anbieten können. Also das habe ich zurückbekommen, dass es geheißen hat, oh, so viele Schulklassen wollen kommen. Nun waren Sie auch sehr überrascht, als Sie auf OLAT.de die Umwelttipps parallel dazu gesehen haben. Was war dann Ihr erster Gedanke, als Sie das erfahren haben? Ja, ich habe mich sehr gefreut und zwar darum, weil ich der Meinung bin, ich alleine kann die Welt nicht retten. Also wenn ich es jetzt einmal so überspitzt formuliere. Es geht darum, dass ganz viele Menschen das Thema erkannt haben, dass sie wissen, aha, das ist wichtig, da kann ich etwas bewegen und dann selber etwas tun. Und ich glaube, das hat diese Woche auch bewiesen. Es waren andere Einzelaktionen auch. Dann funktioniert der so. Fahren Sie täglich mit dem Fahrrad? Ich fahre wirklich jeden Tag mit dem Fahrrad. Das fand ich wirklich super, dass da kompetent mit verschiedensten Informationen gearbeitet wurde, dass da ganz sympathisch auch kleine Filme aufgenommen wurden, wo Menschen etwas dazu zu sagen hatten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig überhaupt für dieses Thema, dass es eben nicht nur eine Person ist, von der man eh weiß, ja, die ist da engagiert, sondern dass es ganz viele Menschen sind, die sich dann da auf den Weg machen. Und darum fand ich das sehr sympathisch. Wird es auch nächstes Jahr wieder eine Umweltwoche geben? Ich denke mir, es ist eine große Chance, dass man es tut und hoffe natürlich sehr, dass die Verantwortlichen der Stadt, es ist nämlich ein Stadtprojekt von Dornbirn, dass diese das auch so sehen und dass man hier vielleicht mit einer oder anderen Änderung das Ganze vor allem im Bereich der Schulen wieder anbieten kann.